Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo ich mich an dieser Stelle jetzt als allererstes nochmal für die Verzögerung entschuldigen möchte. Ja, gestern hat die Folge ja komplett gefehlt, heute kommt sie zu spät oder zumindest mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit zu spät. Es tut mir ganz furchtbar leid, ich mach das nicht mit Absicht, ich schwör's. Aber jetzt steigen wir hier wieder ein. Anscheinend ist das vorangegriffen worden und wir gucken jetzt mal, was genau hier los ist. Wir brauchen dringend Informationen. Mit Vergnügen, bitte sprecht nur. Ich bin ganz Ohr. Ja, und ich bin der Meinung, das ist schon ein bisschen laut, ne? So, ich hoffe daran, dass ich das rausschneide. Okay, so, wir wollten reden. Hey, warte, halt, stopp, wir wollten reden. Stehen bleiben. Stehen. Hallo. Hey, du. Hey. Also, wie frech. Die Festung. Die Kreaturen. Das ist furchtbar. Und der Hauptmann. Ich habe ihn nicht gesehen. Sucht Artoria. Vielleicht weiß sie, was zu tun ist. Wo ist denn Artoria? Mir gefällt. Was sagtet ihr? Ich grüße euch. Es ist. Artoria. Wo könnte denn Artoria sein? Wir gucken einfach erstmal. Das war doch die, die hier einfach so rumstand, ne? Die war potenziell halt auch mit auf diese Mission nehmen konnten. Glaube ich zumindest, aber sicher bin ich mir gerade ehrlich gesagt noch nicht. Was sagtet ihr? Was sagtet ihr? Da steht eine Frau. Ist das Artoria? Ihr ja. Seid zurück. Und gerade zur rechten Zeit. Dann sprich, du Scheusal. Er ist weg. Diese Kreaturen haben ihn im Kampf entführt. Jemand muss losziehen und den Hauptmann finden. Es gab einen Angriff von... Es waren wölfische Kreaturen. Ich weiß nicht einmal genau, wie alles geschah. Wir waren zahlenmäßig unterlegen, aber die Soldaten kämpften tapfer, ganz besonders der Hauptmann. Als es schließlich vorüber war, war er verschwunden. Ich habe ihn nicht fallen sehen, also nehme ich an, dass er noch am Leben war. Ich vermute, dass diese Wilden aus dem Norddorf etwas damit zu tun haben. Ihr müsst ihn finden, Rio. Wölfische Kreaturen? Werwölfe, hätte ich gedacht. Ich habe schon welche gesehen, aber das hier war anders. Ich habe nie davon gehört, dass sie sich in so großer Anzahl bewegen. Und da waren eine Menge von diesen Viechern. Ich habe außerdem noch nie von Werwölfen auf dieser Insel gehört. Man kann allerdings nie wissen. Ich habe gehört, dass die Nord oben im Norden Tiere kontrollieren können. Manche sagen, sie könnten sich sogar in welche verwandeln, was immer es war. Ich will sie niemals wiedersehen. Diese Werwölfe. Furchtbar. Furchtbar. Ich hoffe, ich sehe solch eine Kreatur nie mehr. Und was ist das für ein Norddorf, von dem ihr da erzählt habt? Ein Haufen Wilde an der nordöstlichsten Spitze der Insel. Sie nennen sich selbst die Skal. Ich werde ihr Dorf auf eurer Karte einzeichnen. Ein Haufen Missgeburten, die Tiergeister anbeten, besonders die Wölfe. Was sagt euch das? Sicher wissen Sie, was dem Hauptmann zugestoßen ist. Findet es heraus! Sie werden euch wahrscheinlich nicht trauen, deshalb nehmt dies. Sie werden es mögen. Ihr solltet bei ihnen bleiben, bis ihr erfahren habt, was geschehen ist. Stellt euch gut mit ihnen, erlangt ihr Vertrauen. Könnt ihr mir sonst noch irgendetwas über diese Skal erzählen? Ich traue ihnen nicht. Wölfe und Bären und sowas anzubeten, das ist einfach nicht natürlich. Okay. Wir müssen Hauptmann Karius finden. Ohne ihn wird dieser Ort wie eine Ruine verfallen. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Wir haben ja auch noch so eine dämliche Eskortmission, die wir erledigen müssen, ne? Was sagtet ihr? Die dämliche Eskortmission. Oh, habe ich den. Jetzt habe ich ihn abgeschüttelt, ne?
Das stört mich nicht. Ich bin sowieso alleine effektiver. So, da oben ist das Skaldorf. Das ist natürlich schon sehr weit weg. Deswegen würde ich erstmal gerne die Sachen hier in der Nähe machen. So, und das wäre ja diese Minengeschichte, ne? Karnius hat mich angewiesen, einige Männer zur Mine zu eskortieren. Jeder Verotan sollte am Hafen südlich der Festung zu finden sein. Naja, der hat auch gesagt, dass die den Weg kennen und nur Geleitschutz brauchen, ne? Was sagtet ihr? Dass die nur Geleitschutz brauchen, die kennen den Weg. Oh Mann. Wird Zeit, dass Hörgerät erfunden werden, ja? So, schreitet in Tugend. Oh, ihr seid die Eskorte. Na gut, lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Yarmin, Sabinus und ich müssen zur Baustelle, um mit der Arbeit zu beginnen. Können wir los oder braucht ihr mehr Zeit? Ich bin bereit, gehen wir. Nun gut. Wir haben abgestimmt und entschieden, dass ihr die Führung übernehmen sollt. Keiner von uns hat eine besondere Vorliebe für den Wald. Nicht, dass wir Feiglinge sind, oh nein, aber wir meinen, dass ihr euch am besten dazu eignet, voranzugehen. Ich kann unser Ziel auf der Karte einzeichnen, damit ihr wisst, wo wir hin müssen. Machen wir uns auf. Auf der Karte eingezeichnet. Okay, das ist ja ganz in der Nähe. Nun, dann kommt. Kommt alle mit, wir gehen durch den Wald. Hi ho, hi ho, wir sind verliebt und froh. Ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-ba, hi ho, hi ho. Und ich lasse euch vielleicht. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass man NPCs, die man eskortiert, nie sagen kann, halt dich aus Kämpfen raus, ich kämpfe alleine oder irgendwie sowas in der Art. So, will ich diese Wolfspelze mitnehmen? Ja, ich nehme mal ein paar mit, vielleicht können wir die eintauschen oder irgendwas. Man weiß ja nie, was man vielleicht brauchen kann. Alchemie ist ja nicht unbedingt meine Stärke, obwohl ich mich theoretisch mal mehr damit beschäftigen sollte. So, wir müssen weiter in die Richtung. Da ist schon wieder irgendein Hügelgrab oder sowas, vermute ich mal. Das Sturmfundhügelgrab. Mit was kämpft ihr? Du wirst hier den Tod finden, impliziert ja, dass ihr irgendwelche Feinde in der Dark. Ihr seid schwerlich ein Gegner für mich. Seid vorsichtig, ihr werdet mir nicht so leicht entkommen. Stehe, ihr werdet leiden. Ihr Envar. Wir machen das eigentlich sehr gut, oder? Was ist das eigentlich für einer? Ein Berserker. Das Problem ist, dass ich mich nicht traue zuzuschlagen. Weil die da halt alle drum rumstehen, ne? Das ist furchtbar. Den Nordmed nehmen wir mal mit. Hier sind wieder Wölfe. Mit Wölfen. Zwei.
Feindlinge sind ein Problem, weil die immer wieder aufstehen. Das ist ja auch, das kennen wir ja auch aus Skyrim, ne? Das machen die gerne mal. Frag mich, ob man das irgendwie verhindern kann, dass die immer wieder, dass sie sich immer wieder erheben. Mein Gott, rückt mir nicht so auf die Pelle hier. Das ist ja furchtbar. Ich habe halt Angst, dass meine Escort-Leute hier in absehbarer Zeit draufgehen. Deswegen will ich diesen Einsatz so schnell wie möglich abschließen. Die Baustelle muss hier hinten irgendwo sein, das ist wieder zwei Klinge. So, hier soll also Ravenfels entstehen. Auch den Ort kennen wir ja aus Skyrim, ne? Da steht ein Typ, das ist bestimmt der Aufseher, zu dem ich die bringen soll. Nun gut. Wir sind also unversehrt angekommen. Hab Dank für eure Begleitung, Rio. Vielleicht begegnen wir uns ja noch einmal. Da haben wir die drei ja schon mal hergebracht. So, Falco. Nun, schlimmer kann's wohl nicht werden. Oder vielleicht doch? Hat dir denn nie jemand beigebracht, dass man so etwas prinzipiell niemals unter gar keinen Umständen sagen darf? Denn danach kommt es immer noch ein bisschen schlimmer. Da hat Carneus euch also überredet, bei seinem kleinen Unterfangen mitzumachen, ja? Nun gut. Ich werde die Baustelle von hier aus leiten und nur Carneus Rechenschaft ablegen. Da ihr schon einmal hier seid, habe ich für euch einen Auftrag. Carneus hat euch wohl zu mir geschickt, damit ich euch Anweisungen gebe. Nun, ihr könnt die Aufgabe zu Ende führen, an der ich gearbeitet habe, als ihr kamt. Jetzt, wo schon einige Arbeiter angekommen sind, muss ich nämlich hier bleiben und Aufsicht führen. Hier, nehmt dieses Ebenerz und sucht noch vier solche Klumpen. Carneus muss unseren Geldgebern beweisen, dass dieses Unterfangen lohnenswert ist und das Erz dürfte sich dazu gut eignen. Noch vier, wo soll ich die hernehmen? Ihr habt es geschafft, genug zu bekommen, nicht wahr? Bringt es zurück zu Carneus, wenn ihr so freundlich wärt. Moment. Der will jetzt mein... Der will, dass ich mein Ebenerz, das ich mir so hart zusammengesucht habe, irgendwann mal eventuell vielleicht, weiß ich gar nicht mehr, dass ich das jetzt einfach dem Carneus bringe und ihm in die Hand drücke? Ja, bin's denn deppert? Jetzt wenigstens hier mal finden würde, wo das ist. Ich meine, es muss doch unter Sonstiges stehen, oder? Rohes Ebenerz, 9 haben wir davon. Na gut. Na gut. Wenn wir gerade schon mal hier sind, könnten wir theoretisch ja auch mal... Soll hier nicht irgendwo ein Luftschiff abgestürzt sein? Erstmal laufe ich einmal kurz nach Westen an die Küste. Ich habe es vielleicht nicht geschafft, ganz Morrowind zu kartografieren, aber diese Insel hier, das kriegen wir hin. Die ist ja nicht so groß. Thank you.
Sorry. Blickt in das Antlitz des Todes. Ich weiß nicht, die Berserker wirken im Moment recht ungefährlich, aber ich gehe davon aus, dass die sich tatsächlich verwandeln können, oder? Berserker sind doch Werbären, oder nicht? Wovon hängt das ab, ob die wieder aufstehen oder nicht? Laufe ich hier wieder nach Norden. Hier ist das Kälsedolch. Ja, oh Gott, was bist du denn für eine? Eine Frühsehexe. Ach so, okay, ja, von denen haben wir ja auch schon gehört. Die sind uns ja in der Tat auch nicht unbedingt unbekannt. So, jetzt kann ich von hier aus einmal komplett nach Osten zur anderen Küste. Und dann haben wir schon mal, ich würde sagen, ein Drittel der Insel haben wir dann bald schon kartografiert. Ne? Wenn ich dann, ich muss ja erstmal nur diese Quadranten betreten hier. Wer weiß, vielleicht sieht man ja das ein oder andere halbwegs Interessante hier irgendwo aufblitzen. Ich frage mich zum Beispiel, was das da ist. Oh, hier ist ja was los. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mir im Vorfeld echt Sorgen gemacht. Dass ich hier in Blockwood Probleme kriege. Weil es hieß, Blockmoon hat im Vergleich zu den anderen beiden Titeln, also Morrowind normal und halt Tonal, einen stark gehobenen Schwierigkeitsgrad. Vielleicht kommt das auch noch, aber bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, schlage ich mich in den Kämpfen um einiges besser, als ich ursprünglich befürchtet hatte. Da ist noch eine Frühsehexe. Blickt in das Antlitz des Todes. Wir ballern hier aber auch ordentlich rein, ne? Also, ich glaube, ich bin schon sehr stark. Was ist das denn hier? Spitzzahniger Bürstenrücken. Aha. Was es hier alles gibt, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja unglaublich. Und es gibt hier sogar Schnee. Vor allem gibt es hier jede Menge Bären, die hier durch die Wildnis tanzen. So, im Großen und Ganzen hier in der Region war ich ja schon mal, da ist noch ein Zweigling, den kann man noch. Ah! Ah! Ah!
schnell hier aus dem aus der Gleichung rausnehmen. Und jetzt haben wir dann noch ein Feld etwas nördlich der Festung. Da ist ein Boot angetaut. Interessant. Solstheim ist halt wirklich nicht so groß, ne? Aber das war Mournhold ja tatsächlich auch nicht. Und da haben wir auch sehr viel Zeit verbringen können. Ich gucke mal wieder auf die Karte. Ich will ja hier... da ist noch ein Zweigling. Ich will ja die Karte möglichst aufdecken hier oben. Zumindest hier oben. Ja, ursprünglich hatte ich ja mal den Plan, das für den gesamten, für die gesamte Insel hier zu machen, also für ganz Morrowind. Wir haben da auch relativ viel, wo wir tatsächlich gewesen sind. Aber hier guck mal, die Region, da sind wir niemals gewesen. Nie. Ja, in den ganzen 200 irgendwas Folgen nicht. Aber ich habe tatsächlich auch nicht mehr die Muße, hier jetzt nochmal alles abzulaufen, schrägstrich abzufliegen, um hier jeden einzelnen Kartenquadranten zu aktivieren. Aber hier für die Insel kann ich das wenigstens machen, weil die ist nicht so groß. Das geht relativ schnell, vor allem wenn man es halt so ein bisschen in Etappen macht. Immer wenn man sich dann halt so in die nächste Region aufmacht. Und außerdem kann man dabei halt so ein bisschen gucken, ob man vielleicht so ein paar interessante Sachen hier tatsächlich noch entdeckt. Ich werde in eurem Blut baden. Ich dachte, ich gebe dem Berserker hier vielleicht mal ein bisschen mehr Gelegenheit, weil... Vielleicht verwandelt er sich ja doch mal, aber irgendwie verwandeln die sich nicht, ne? Vielleicht stelle ich da auch einfach falsche Erwartungen. Vielleicht können sich Berserker ja gar nicht verwandeln. Da ist noch ein Schneebär. Stehen die nicht irgendwie auf der Liste der bedrohten Tierarten oder sowas? Guten Tag. Wird das hier heute noch was? Ich befürchte eher nicht, wa? Wie fühlt es sich an, wenn der Tod naht? Sag du es mir! Ja, guck mal. Aber doch ein Drittel haben wir schon aufgedeckt. Und wenn wir dann weiter nach Norden gehen, dann nehmen wir den Rest noch mit. Und wer weiß halt, was man da noch so findet. Wie gesagt, das abgestürzte Luftschiff zum Beispiel muss ja hier irgendwo sein. Was wir für den einen Magier in Altruhen da finden sollen. Und das schon seit Ewigkeiten. Hast du eigentlich den Angriff auf die Festung mitgekriegt? Vorsichtig! Hier treibt sich neben Wölfen und Bären noch anderes Getier umher. Nee, anscheinend nicht. So, der Karnius, der war hier im Schrein des kaiserlichen Kultes, ne? Der war hier irgendwo. Nee, Jelene ist es nicht. Ich hänge hier fest. Für immer. Ich werde hier sterben. Was wollt ihr? Ach, nix.
Nichts weiter, gar nichts weiter. Ich glaube, ich bin für diese Treppen einfach zu schnell, ne? Was sag ich in der Tür Nummer 2? Ach, die ist verschlossen. Okay. Was gibt es denn? Was ist, Handlanger? Geht es um euren derzeitigen Auftrag? Erstmal würde ich gerne aufsteigen. Okay. Ja, es geht um den Auftrag. Ah. Ihr habt also das Herr, das Erz, das ich von Falco verlangt habe. Selbst das konnte er allein nicht fertigbringen. Egal. Die Geldgeber warten darauf, also her damit. Hier ist die Bezahlung. Ich habe für euch jetzt keine weitere Arbeit. Kommt in etwa 3 Tagen wieder zu mir. Bis dahin sollten die Bauarbeiten bereits angefangen haben, sodass es sicher wieder etwas für euch zu tun gibt. Oh, und nehmt diesen Anteilsschein hier. Einen Anteilsschein. Es ist ein System, die Kosten für die Errichtung und Entwicklung der Kolonie auszugleichen. Jeder Angestellte erhält einen Anteilsschein, dessen Wert auf der Leistung der Kolonie beruht. Falls ihr euch entscheidet, den Schein in Geld umzutauschen, kann das arrangiert werden. Kommt dann zu mir. Okay, ich würde gerne. Erstmal würde ich gerne aufsteigen hier in der Gilde. Nun gut. Ihr seid nun Ryu, Schreiber der ostkaiserlichen Händlergilde. Kann ich noch weiter aufsteigen? Nein, leider nicht. Und Aufträge hat er im Moment auch nicht, sollen wir in 3 Tagen wiederkommen. Es ist jetzt Tag 330, also an Tag 333 hat er wieder was für uns zu tun. Was bedeutet, dass wir uns erstmal mit anderen Quests auseinandersetzen müssen, ne? Alternativ, wir können auch erstmal... Pass auf. Ah ne, hier kann ich nicht... hier kann ich nicht rasten, das geht wahrscheinlich nur außerhalb der Festung. Stand dir da einfach noch. Bist du eine Hexe oder bist du jemand, mit dem ich reden kann? Auf, ihr seid ja halb tot. Oh. Wieso sagt die, ich wäre halb tot? Das ist irritierend. So, wir können erstmal rasten bis geheilt. Da haben wir auch schon mal ein paar Stunden wieder totgeschlagen. Dann führt uns unsere Reise jetzt in nördlichere Gefilde. Ich meine, wir könnten auch mal in eins von diesen Hügelgräbern rein, ne? Gebt auf! Ihr seid ja halb tot! Hab ich gerade gefragt, ob die uns feindlich gesonnen ist oder nicht. War doch irgendwo ein Hügelgrab, oder? Einfach mal so, einfach um mal zu gucken, was da so drin ist. Auch an Gegnern oder Kreaturen oder sowas. Hinten erhebt sich eins. Nehmen wir das doch erstmal. Das Skogsdrake-Hügelgrab. Ich habe keine Ahnung, ob das für irgendeine Quest relevant ist. Ich werde das auf jeden Fall genauer unter die Lupe nehmen, aber das würde ich sagen, das machen wir dann tatsächlich in aller Ruhe in der nächsten Folge von Morrowind. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Bis dann.